Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja Freunde, was haben wir heute auf dem Gabentisch? Ein Bierchen aus der ältesten Brauerei der Welt. Naja, ich weiß nicht. Also ich hatte mich ja dazu schon mal geäußert. Ne? Wir erinnern uns die Geschichte des Bieres in zwei Teilen. Und da haben wir festgestellt, naja, das ist so mit den Angaben immer so eine schwammige Sache. Aber wir können sagen, ja, es ist mit einer der ältesten Brauereien der Welt tatsächlich. Aber ob es die ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier oder Dokument. So, womit haben wir es denn zu tun hier? Ja, bayerisches Bier, und zwar ein original helles Weinstephaner. Original helles. Ja, Wasser, Gersten, Malz, Hopfen. Und der ganze Spaß hat hier 5,1% Umdrehungen. Ja, ich habe es tatsächlich noch nie getrunken. Ist jetzt erstmalig und Premiere sozusagen. Und ja, lassen wir uns mal überraschen, was da auf uns zukommt. Ein helles, ja, mit 5,1, was stelle ich mir drunter vor? Durchaus präsenter Malzkörper, bisschen lieblich, bisschen milder. Sind wir mal gespannt, ob ich recht behalte. Jo, Weinstephaner, okay. Ja, vom Etikett her, Label, ist eher durchschnittlich, ne? Ist jetzt nicht wirklich ein Eyecatcher, sage ich mal. Ist so, ja. Ist in Ordnung, so Kapsel, ja, die zeige ich euch gleich. Ich würde sagen, machen wir einfach mal auf. Wir haben ja natürlich Bierdurst und dann wollen wir mal gucken. Und da läuft es gerade, sehe ich. Es ist eine Spannungsverdampfung drin, Leute, schaut mal. Die kommt da schon raus, aber es scheint auch viel Kohlensäure drin zu sein. Immer mit der Ruhe, Freunde. Also, Weinstephaner, hier so schaut die Cap, die Kapsel aus. Ja, ist okay, ne? Ist so, die Kapsel finde ich persönlich sogar ansprechender als das Etikett da vorne drauf. So, kriegt der Sammler, lege ich jetzt mal hier hin. So, Entspannungsverdampfung, kann man schon gesehen, kommt raus und zwar reichlich. Also da ist erstmal ordentlich Kohlensäure drin. Das sehe ich auch übrigens hier schon in der Flasche, wie das perlt. Oh weia, das wird wahrscheinlich spritzig werden. Leute, ich würde sagen, lassen wir mal laufen. Haben wir Bier durch. So. Kann man es erkennen? Ich hoffe doch. So. Mhm. Ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen. Nichts Verrücktes, nichts Spezielles, nichts Außergewöhnliches erstmal. Okay. 1, 2, ganz knapp, 2 Fingerbreite Blume beim normalen Einschank. Das Ganze ist schneeweiß, ich würde sagen fein bis mittelporig. Keine Kraterbildung, aber sehr, sehr viele Luftbläschen sind drauf. Ja, immerhin, die begrüßen einen, die zerplatzen, finde ich ganz hübsch. Schaut mal selbst, die sagen euch auch Hallo. Ja, so schauen die aus. Ja, ich denke mal 90 Sekunden Standard wird die Blume da im Glas stehen bleiben. Das ist okay. Und wir können noch mal kurz das Glas noch mal anschwenken. Und dann sehen wir auch schon schön wie ein Pinselstrich. Die Blume bleibt auch schön an der Glaswand haften. Ja, Zeichen für Stabilität. Ordentlich. So soll das sein. Finde ich gut. So, ein helles sollte filtriert sein. Ja, das ist es auch von der Farbung her. Ja, würde ich schon sagen eher helleres Getreidegold. Schön glänzend. Nicht wässrig, und das müssen wir auf jeden Fall betonen, wenn wir nämlich hier helle schon vorgestellt haben aus Bayern, da hatten wir ja tatsächlich sogar schon so manch helles, das tatsächlich auch sehr transparent, sehr wässrig von der Färbung her aussah. Hier haben wir es tatsächlich mit einer eher kräftigeren Farbe zu tun, zwar deutlich heller tatsächlich, wie der Name auch schon von ausgehen mag. Allerdings, wir haben hier auch eine Tiefe drin, also ich würde schon fast sogar so weit gehen, dass ich sage, hier von einer Saftigkeit zu sprechen. Also wässrig sieht alles andere aus als wässrig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das finde ich schon mal sehr, sehr sympathisch. Karbonisierung eher im durchschnittlichen Bereich. Wenn ich das gerade so ein bisschen schräg halte, dann merkt man auch, okay, es perlt so ein bisschen ab. Eher eine kleinere Perlung hier in der Flasche. Ich kann noch mal kurz reingucken. Nee, ist jetzt auch weg. Aber so gerade so, als man sie geöffnet hatte, da war schon eine sehr, sehr starke Karbonisierung vorhanden. Was ich persönlich immer nicht ganz so mag. Aber jetzt hier im Glas verhält sich doch eher durchschnittlich. Also ja, das perlt so doch gleichmäßig und gemütlich ab bei einer eher kleineren Perlung. Also wirkt jetzt nicht so extrem spritzig von der Optik, von der Ästhetik. Blumenteppich übrigens, keine Risse, keine Löcher oder Inselchen. Ich halte es nochmal kurz rein. Ja, ich habe ja auch schon jetzt ein bisschen gebrabbelt und ihr seht, die ist immer noch recht stabil. Hat sich ein schöner Blumenteppich gebildet. Wunderbar, so darf das gerne sein.
Ja, Optik, Ästhetik, was soll ich sagen? Ich finde das recht ansprechend, Leute. Hau ich raus. 5/5/6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Ich finde es ansprechend. Stellt der Wirt mir das so hin, sag ich, du hier, komm, lass mal stehen. Zapf schon mal das Nächste, ne? Kennt ihr ja, was ich da immer sage. Ist wirklich sehr ansprechend, macht mir Appetit, gefällt mir. So, dann wollen wir mal schauen, wonach es duften tut. Mal sehen, was in die Nasenflügel aufsteigt. Oh! Oh, Leute, das ist ja lecker. Was ist denn das? Oh, ist mir hier etwa was entgangen? Wein Stefana, helles. Also den Hopfen, den riechst du aber richtig lecker raus, ne? Das mag ich, Leute, das mag ich jetzt so schon. Oh, ich lieb das, Leute, ich mag das, wenn der Hopfen, so wie der Hopfen da drin duften tut, das mag ich immer, das finde ich voll lecker. Ach, das ist so ein floraler, blütiger, blumiger Geruch, der so ein bisschen Fruchtigkeit mitbringt. Oh, ich lieb das, Leute, das ist toll. Was mich jetzt so ein bisschen überrascht, dass hier auch der Malzkörper recht ja, flach daherkommt. Zumindest wenn man dran schnuppern tut. Das ist jetzt nicht so ein Getreidefeld, ne? Was einem da sofort körnig in die Nase aufsteigt. Sondern hier sehr, sehr hopfenfokussiert. Interessant. Das erwarte ich bei einem hellen nun eigentlich weniger, dass das stark gehopft ist. Da ist ein schöner Aroma-Hopfen drin hier. Boah, riecht das geil. Oh, Freunde, das ist so ein. Das duftet richtig lecker. Oh, das mag ich, das finde ich schön. Jetzt bin ich gespannt, wie es schmeckt. Mal sehen, ob es so gut schmeckt auch, wie es duften tut. Weil duften tut es richtig lecker. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, ne? Genau, Antrunk jetzt. Auf euch zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Yes. Ja. Leute, das ist wieder was Feines, ne? Spritzig. Die erste Assoziation, die ich mit diesem Bier hier verbinde, ist spritzig. Es ist ein extrem dynamisches Bier. Das heißt also von der Seite aus alles richtig gemacht. Ein helles sollte spritzig sein. Das sollte richtig laufen. Fluten, rein in die Kehle und richtig hier samtig. Ne? Hier schön im Abgang richtig samtig sein. Kann ich auf jeden Fall sagen, ja, diese Anforderungen erfüllt es zu 100%. Also es ist extrem spritzig, es ist biergartentauglich. Reicht ein Schluck aus, um es herauszufinden, dass das ein Biergartenbier ist. Richtig lecker, richtig dynamisch, richtig, ja, das hat einen guten Zug drauf, das will getrunken werden. Merkst du auch sofort. Im Mundraum selbst, ja, man kann versuchen, es ein bisschen länger, ja, drin zu behalten, ein bisschen an Temperatur anziehen zu lassen, aber es hat halt so diese Eigenschaft der Dynamik, es will runtergeschluckt werden. Dennoch aber, obwohl es ein dynamisches Bier ist, kann ich auch schon beim Antrunk feststellen, das, was wir da rausriechen tun, diesen unglaublich leckeren Hopfen, der da zum Vorschein kommt, den schmeckst du auch. Und das ist tatsächlich ein bisschen untypisch, muss ich sagen, bei den hellen, die wir bisher, und wir haben wirklich reichlich getestet. Auf dem Biersüffler hier. 2019 war voll gewesen mit Hellen, ne, die wir da getestet hatten. Und da muss ich wirklich sagen, das ist schon so exklusiv hier, dass wir wirklich so eine Hopfung haben, eine schöne Aroma-Hopfen, den man aber auch merkt. Ja, es ist jetzt nicht so, dass der Hopfen komplett rausretuschiert ist, dass du sagst, okay, du merkst da eigentlich gar nichts, dass da überhaupt Hopfen drin ist, weil halt alles eher ein bisschen lieblicher, ein bisschen malzkörperbetonter ist, sehr flach, sehr mild, halt ein typisches bayerisches Helles. Und dass man hier jetzt noch die Qualität und auch dieses sehr, sehr schöne Eigenaroma vom Hopfen herausschmeckt und das beim Antrunk, Freunde, da muss ich wirklich sagen, hier an die Brauerei, hier die Weinstefana, ne, hier, top, Daumen hoch. Also das habt ihr wirklich richtig geil gemacht, da geht jetzt schon, wo ich sage, wow, das finde ich gut, weil das sind wieder so eine Sachen positive Spitze. Das mag ich, weil wenn du schon beim ersten Schluck das rausschmecken tust, dann weißt du, mit was für einer Qualität man das hier zu tun hat. Das ist schon eine ganz andere Liga als Hopfenextrakt. Finde ich absolut genial. Ja, das riechst du auch raus. Das ist qualitativ hochwertig. Ich weiß jetzt nicht, was gekostet hat, aber... Getränkehoffmann habe ich mitgenommen. Der kommt auch deutlich zum Vorschein, ne? Der Hopfen hier.
Boah, ist das geil. Ja, Freunde, würde ich sagen, dann nehmen wir doch mal gerne noch einen zweiten Schluck, ne? Da haben wir Bock drauf hier. Das ist schon super. Das will weggetrunken werden, Leute. Das zieht sich aber weg, sage ich euch so. So zack und weg ist es. Das ist ein süffiger Kandidat hier, du. Heieiei, der Witzka doch. Ja, ich versuche aber trotz aller ja, Lobeshymnen hier bei den ersten zwei Schlückchen trotzdem noch mal ein bisschen kritisch zu sein. Vielleicht gelingt es mir tatsächlich noch einen kleinen Kritikpunkt zu finden. Ich bin ja in letzter Zeit immer ein bisschen strenger, was das angeht tatsächlich. Aber man muss natürlich auch, wenn einen wirklich was begeistern tut, dann muss man seiner Begeisterung natürlich auch nach außen zeigen. Weil das ist auch natürlich hier auf dem Biersüffler wichtig, dass es authentisch ist. Ne? Dass ich wirklich sage, so Mensch, wenn mich jetzt wirklich etwas richtig wegballern tut, wo ich sage, wow, das schmeckt richtig gut, dass ich das dann halt euch auch mit vermitteln tue. Ne? Das ist klar. Weil das ist schon wirklich genial. So, ich versuch's mal ein bisschen, aber trotzdem. Ja, also, ich versuche mal darauf einzugehen. Also das, was wir normalerweise von einem Hellen her kennen, dass es schon ein bisschen getreidiger schmeckt, diese Position ist hier so ein bisschen eher sekundär. Ja? Also es ist nicht wirklich im Fokus. Also du merkst schon, ja, da ist ein gewisser Malzkörper drin, der bringt auch ein bisschen Lieblichkeit mit, ein bisschen Nussigkeit, das ist in Ordnung. Schmeckt wirklich so ein bisschen getreidig, finde ich sehr, sehr gut. Aber eben sekundär. Es ist jetzt nicht so selbstbewusst, dass er wirklich im Rampenlicht stehen will. Das ist ein bisschen untypisch bei einem Hellen. Ne? Beim Hellen ist er normalerweise schon so ein bisschen präsenter noch. Hier eher ein bisschen zurückhaltender. Was aber nicht schlimm ist, weil man nimmt ihn ja trotzdem wahr. Gerade wenn man jetzt so mit der Zunge so ein bisschen spielt, vorderer Zungenbereich, da sind schön die ganzen Geschmacksknospen drauf, die für diese süßlichen Sachen drauf anspringen. Ne? Und da merkt man auch so, okay, da ist schon so diese Lieblichkeit ziemlich weit vorne. Da spielt sich ein bisschen was ab, aber ist halt nicht so selbstbewusst präsent. Ich hoffe, man versteht das so, wie ich das wahrnehme. So, dann geht das Ganze so ein bisschen über. Ja, ich will schon fast sagen, in so eine gewisse Fruchtigkeit rein. Und diese Fruchtigkeit kommt ganz klar vom Hopfen hier, das merkt man auch. Und die wiederum, diese Fruchtigkeit, bringt Säure mit. Und diese Säure, die aber auch ganz dezent ist, die ummantelt im Prinzip so diesen Übergang, diesen Abschluss von dem Malzkörper. Sodass das im Prinzip so, so wie aus einem Guss ja, daherkommt. Das finde ich sehr, sehr schön. Und dann kommt das Spezielle, was man dann auch wirklich merkt, was man auch rausriecht. Das ist hier der Hopfen, dieser Aroma-Hopfen, der da wirklich so zum Vorschein kommt. Der bringt wirklich so eine richtige Blumigkeit mit, so eine richtig schöne florale Note, sehr, sehr feine Nuancen. Und insgesamt ist das hier von der Textur fantastisch abgestimmt. Das muss man wirklich sagen. Also das, wenn alle Hellen so schmecken würden, dann würde ich wirklich sagen, so wow, das ist ja mal was, ne? Also, das Blöde ist an der ganzen Geschichte, ist der einzige Kritikpunkt, den ich aber an dem Bierstil Hellen generell auszusetzen habe. Weil bei so vielen Hellen, die wir schon probiert haben, wie viel sind denn das, 50 oder was, keine Ahnung, da fällt es schwer, immer die in Erinnerung zu behalten. Und hier, da haben wir es jetzt mit einem Kandidaten zu tun, wo ich sage, ja, das Ding hier, das bleibt in Erinnerung. Und ich glaube, es ist langsam mal an der Zeit, dass wir hier eine Top-10-Liste mal machen. Wir hatten ja schon die Top 10 Pilzbiere, wir hatten die Top 10 Weißbiere. Jetzt wäre mal die Idee, ob wir das in diesem Jahr vielleicht noch hinbekommen, vielleicht zur zweiten Jahreshälfte oder so, wenn wir noch ein paar probiert haben, dass wir dann mal eine Top 10 der Hellen mal machen, weil da haben wir nun wirklich auch schon reichlich jetzt Erfahrung gesammelt. Und ja, also das wäre so ein Kandidat, da wo ich jetzt mal so auf Anhieb sagen würde, Top 5 durchaus machbar. Wäre, glaube ich, drin, wenn nicht sogar... Ich sag jetzt nicht Platz 1, könnte möglich sein, aber das ist schon überzeugend hier. Gott, ich mag das, wenn der Aroma-Hopfen vorkommt. Ich bin absoluter Fan von, ich mag das wirklich, das haben die richtig geil gemacht. Das ist irgendwie, ich versuche das mal noch ein bisschen besser zu, ich muss da nochmal nachgießen hier. Ich versuche das mal so ein bisschen noch zu beschreiben. Das ist so... Ich sage, es ist eine eigene Seele, es ist eine eigene Handschrift, die da irgendwie vorkommt. Und genau das ist es, was ich mag. Es ist einfach so, das hebt sich einfach so positiv ab, indem es wirklich mit dem, was wirklich gute Qualität hat, auch wirklich diese gute Qualität nach außen hin zeigt, geschmacklich.
Und das ist hier meines Erachtens drin vertreten. Und das ist auch so, was dieses Besondere, finde ich, von diesem Bierchen hier ausmacht. Weil wir hatten schon viele Helle gehabt und ich erinnere mich ja immer so ein bisschen daran, ne? Chiemseer, Tegernseer, was haben wir noch alles gehabt? Die ganzen Discounter-Dinger da, die kannst du ja auch alle, ne? Aber das ist schon eine ganz andere Liga hier, das merkst du. Das finde ich toll, sowas muss belohnt werden. Ich muss ja mal probieren. Nimmt mal kleinere Schlucke und dann lässt er die nur hier vorne auf der Zungenspitze drauf. Und dann merkt ihr auch, selbst hier vorne auf der Zungenspitze meldet sich hinten der Hopfen schon. Der Aroma-Hopfen. Leute, das ist eine Liga hier. Das ist eine Liga, das gefällt mir. Herr Biersüffler, Herr Biertester, Herr Kritiker, was sagen wir denn dazu? Ich hader gerade ein bisschen mit mir. Mir schwebt da was im Kopf drin. Ich würde gerne, Leute, ihr wisst, was ich jetzt vorhabe, ne? Ich würde gerne Krone-Bewertung geben. Bin gerade am Überlegen, ob man das machen kann. Das ist schon wirklich... Ich denke mal, ein ungeübter Biertrinker, der wird vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben mit dem Bier, weil es schon ein bisschen komplexer auch in den Aromen ist. Ne? Ist sehr gut ausbalanciert, sehr fein, feine Nuancen drin. Ist vielleicht nicht gerade einsteigerfreundlich, da braucht man vielleicht schon ein bisschen Erfahrung, aber... Leute, da gibt's. Es gibt nichts, was ich kritisch finde. Da kannst du noch so viel testen. Im Gegenteil, du kriegst eigentlich immer mehr Lust, dass du sagst, komm, dann machen wir noch eine zweite Flasche auf. Das ist einfach lecker. Das ist ein ehrliches, helles aus Bayern hier. Mit einer richtig geilen Hopfennote im Abgang. Das mag ich. Das finde ich richtig geil. Und genau mit sowas könnt ihr mich bekommen. Genau da werde ich schwach bei sowas. Und das ist ein Zeichen. Ich kann nicht anders, Leute. Ja? 6 von 5 / 6 möglichen Punkten und damit haben wir mal wieder eine Krone-Bewertung und ich glaube, es ist das erste Helle, was eine Krone-Bewertung bekommen hat hier in 2 Jahren. Also, das ist schon, soll schon was heißen hier. Also Leute, das habt ihr da gut gemacht in eurer Brauerei da, die älteste Brauerei sein soll. Hat der Mönch gut gebraut? Nee, macht Spaß das Bier. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Probiert es einfach mal. Gibt es, wie gesagt, in den größeren Getränkemärkten. Werdet da fündig werden. Hier, ich habe es aus dem Getränke Hoffmann. Ich weiß aber, das gibt es auch beim Lemke. Gibt es auch beim Rösler. Da findet ihr das auch auf jeden Fall. Und könnt euch auf jeden Fall 1, 2, 3 Flaschen mal mitnehmen. Probiert da einfach mal. Ich finde, das ist richtig geil. Und wenn ihr das trinkt, gerade so für Einsteiger, die vielleicht noch nicht so ganz so eine Biererfahrung haben, denen sei gesagt, nimm kleinere Schlücke. Nimm nicht so große Schlücke, wie ihr zum Beispiel bei einem Pilzbier oder bei einem Märzen nehmen würdet. Ja, wo ihr wirklich so zack, oh, das ist schön süffig, wunderbar, ballert gut weg. Sondern hier nippt wirklich dran und dann versucht euch mal so auf die Endnote zu konzentrieren. Auf diese Hopfung, auf diesen Aromahopfen. Dann wisst ihr, was ich meine und dann werdet ihr auch, denke ich, die Qualität in diesem Bier tatsächlich auch selbst für euch finden. Das ist so dieses Besondere. Und da muss man ein bisschen geübt sein mit der Zunge, mit den einzelnen Bereichen, dass ihr wirklich so, ja, das so rausschmecken tut. Eher kleinere Schlücke nehmen. Richtig geil, Leute. Krone-Bewertung. 6 von 5 Punkten. Geil. Bin ich zufrieden mit? Biersüffler ist draußen, kümmere ich mich jetzt noch drum und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.